Weiter geht es mit einer neuen netzreichen Folge, The Amazing Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Und natürlich wird mir wieder reingequatscht. Ich bin heute ein bisschen zu Fuß unterwegs, dachte ich mir. Mal so gemütlich durch die Gegend joggen, so als Spider-Man. Ja. Mit dem befassen sich doch nur Freaks. Nein, auch seriöse Menschen, denn ich bin seriös. Lady, spuck, spuck, spuck. Gut, wir müssen jemanden retten. Wir müssen jemanden retten. Wen ist vollkommen egal, denn wir müssen unser Ansehen hier ein wenig verbessern. Und deswegen dienen wir der Allgemeinheit, indem wir einfach hier so eine Rettungsaktion machen. Wir schauen mal, irgendwo brennt's und die Menschen retten wir. Jede Sekunde zählt. Bitte, ich sitze hier fest. Okay, wieder so eine hässliche Alte mit Raucherlunge. Also, hier oben sehe ich eine. Oh Gott, lass mich nicht so sterben. So. Bereit für eine kleine Rettung? Auf geht's. Vielen Dank. Hab keine Zeit. Hab absolut keine Zeit. Okay, wir müssen hier hin. Und hier drüben. Meine Güte, ist die hysterisch. Durchgeknallte Alte. Hey, schlag ein. Nein, ich schlag jetzt nicht ein. Ich habe keine Lust. Mit so einer gestörten Alten will ich nichts zu tun haben. Und hier drüben die Letzte, die Raucherin. So, hilf mir doch jemand! Alles klar, wir das haben sie. Das sieht ganz schön brenzlig aus. Ich muss die Leute schnell finden. Ich glaube, die Alte genießt es. Oh ja, geil, Rauch. Danke, Spider-Man. Und tschüss. Gut. Die dankbaren Überlebenden sagten, niemand außer Spider-Man hätte sie rechtzeitig erreichen können. Ich bin ein echter Held. Wagen 42, Kämpfe im Central Park gemeldet. Südwestliche Ecke, vermutlich Gangs. Können Sie sich das mal ansehen? Central Park? Südwestliche Ecke? Ich wette, ich kann schneller dort sein als die Cops. Nur ein paar Blocks und die Spinne schwingt. Alles klar, wir müssen zum Central Park. Gangs. Gangs sind doch genau mein Ding. Spider-Man. Spider-Man. Die Ankündigung von Osborn und Fisk stößt laut Umfragen auf breite Zustimmung. Die Bürger haben genug von Verbrechen und hegen Zweifel am Verbrecherjäger Spider-Man. Ungeachtet all seiner guten Taten. Ach, was gibt es sonst Neues? Ich bin jedoch im Besitz der Akten der Taskforce-Mitarbeiter. Darin finden sich Vorwürfe von Korruption, Brutalität. Bisher ist nichts davon bewiesen, doch wollen wir diesen Leuten so viel Macht anvertrauen? Warum hassen die Menschen Spider-Man? Ich meine, ich habe so viel Gutes getan. Netze brauchen etwas, an dem sie haften können. Und trotzdem hassen mich die Menschen. Ich meine, wieso tue ich das alles? Die Bürger hier in der Stadt sind echt dämlich, also ganz ehrlich. Ich rette sie. Ich rette sie 100 Mal und trotzdem hassen sie mich. Und deswegen gehe ich jetzt zu Fuß, weil ich so traurig bin. Okay, was ist hier los? Der Carnage-Killer? Mit dem lege ich mich nicht an. Die Spinne tötet ihn. Ich weiß, was dich stört. Ich habe Herman Schulz ausgeschaltet und jetzt denkst du, dass ich ihn lieber mag. Keine Angst, du bekommst die gleiche Zuwendung und Aufmerksamkeit. Versprochen. Aber natürlich, jeder bekommt doch von mir auf die Fresse. Ich meine, absolut jeder. Ey, Junge, vorsichtig, ja? Sie mich erstaunlich. Der Anzug ist ganz neu. Ich liebe diesen Anzug. Also mach mir ja nicht meinen Anzug schmutzig. Denn da verstehe ich keinen Spaß. Dann suchen wir mal den, der entkommen ist. Hey, böse Jungs einzuweben ist genau mein Ding. Ich kann helfen. Okay, Mr. Craven, der Jäger. Ich bin ganz Ohr. Am Busbahnhof wurde geschossen. Vorsicht, die Verdächtigen sind schwer bewaffnet. Craven, der Jäger. Auch eine sehr, sehr bekannte Figur aus Spider-Man. An alle Einheiten.
wird auf Kollegen geschossen. Brauchen sofort Hilfe. Soll ich den Menschen helfen oder soll ich erstmal zum großen Jäger? Ich glaube, wir machen eine Mischung. Erstmal retten wir hier ein bisschen die Bevölkerung, die mich hasst, weil ich sie rette. Und dann gehen wir zu Kraven. Und ja, Kraven, eine sehr, sehr bekannte Figur aus der Welt von Spider-Man. Ja, gern geschehen. Und der ist, glaube ich, auch schon ewig lang dabei. Also ist schon eine sehr, sehr alte Figur. Ein Guter, ein Böser, ist schwer zu sagen. Ist echt schwer zu sagen. Er hat zwei Gesichter. Ein Punkt weniger auf meiner Liste. Auf der einen Seite ist er wahnsinnig, auf der anderen Seite ist er ab und zu einer von den Guten. Ist schwer zu sagen. Er ist beides. Ich muss diese Geisel retten. Schnell! Na, stimmt ja die Nummer wieder. Leute retten. Ist genau mein Ding, ha? Huh? Hep! Und zack! Er darf sich nicht festhalten! Du musst auch immer alles kaputt machen. Nein, 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 komm schon! Au! Und wieder drauf. Raus damit! Ich will die Lady! Ich will die Lady! Und deswegen spritze ich dir ins Auge. Lady, schnell, schnell, schnell. Oh, fuck, der hat ein Messer. Okay, ich muss erst die Jungs aus dem Weg räumen. Das funktioniert leider so nicht wie geplant. Spritz. Und ein Schlag in die Fresse. Kommst du raus? Du kleiner Spitzbub. Also ich muss sagen, grafisch auf jeden Fall sehr cool in Szene gesetzt, wie ich finde. So, wir können sie retten, oder? Oder müssen wir erst alle rausholen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, wir müssen wirklich erst alle rausholen. Die schenken mir hier nichts. Ja gut, dann den hier. Und komm, 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 komm. Messerboy. Okidoki. Versuchen wir es, ob es jetzt funktioniert. Alles klar, wir haben die Lady. Spider-Man. Der große Keine Held. Keine unschuldigen Passanten mehr, die sie bedrohen können. Warum mache ich sowas nicht gleich? Ich meine, die wären doch so geschockt. Spider-Mans schnelle Reaktion brachte ihm das Lob der Polizei ein, der zufolge er zahlreiche Leben gerettet hat. Es war ein Mensch. Ein Mensch. Eine Frau. Ich meine, wenn wir uns doch nur besser verstehen würden, vielleicht könnten J. Jonah Jameson und ich gute Freunde sein. Nee. Die wären doch so das geschockt, ist mein Glückstag, dass sie wahrscheinlich gar nichts mehr machen würden, oder? Ich meine, dein Auto wurde komplett eingesponnen von einem Spinnenmutantenmann. Also ich wäre extrem geschockt, wenn sowas mir passieren würde. Aber wahrscheinlich hier in der Gegend ist das ganz normal. Der ganz normale Alltag. Ein Leben mit Spider-Man. Alles klar. Das Busbahnhof-Massaker. Gehen wir mal hier drüben hin. Okay. Kann ich mir den hier im Tarnmodus holen? Ich versuch's. Yo, es funktioniert. Erstmal ein Ding in die Fresse. Na, Kumpel. Wie? Pass gut auf. Wie? Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. Alter, wie? Von solchen Triumphen macht der Daily Bugle natürlich nie Bilder. So, jetzt den hier. Seht ihr, wie die Schweinchen laufen? Wie hat der mich gesehen? Ich meine, der war so abgelenkt mit Geldzählen. Und trotzdem hat er mich irgendwie gesehen. Ich hab keine Ahnung, der hier ist ein bisschen dämlicher. Sie sehen immer so überrascht aus. Wow! Lehn dich zurück. Schön, dass du uns hilfst, Spider-Man. Kein Problem. Ich weiß. Jetzt denk darüber nach, was du. Oh, fuck. Stell dir vor, es wäre ein schön muffiger Sweater. Jetzt Big ist es Jim. Irgendwie fast gemütlich, oder? Leute, Big fucking was Jim. Gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen, macht Spaß. Alles klar, wir haben hier die Fähigkeit vom guten alten Schocker. Und so können wir die Jungs ein bisschen benebeln. Und dann können wir sie hart zerlegen. Boom! Schockerfähigkeit!
Du bist ganz schön fett. Spider-Man! Beeindruckend. Aber du bist noch roh. Unerfahren. Ich war erfahren genug, um deine Freunde zu besiegen. Ich bin Russe, aber kein Freund dieser Opfer. Mein Name ist Sergei Kravinov. Man nennt mich Kraven, den Jäger. Von dir ist die Nachricht. Im Netz heißt es, du bist so ein verrückter Reality-TV-Typ, der nackt durch die Wildnis läuft und Käfer futtert. Wie kannst du mir helfen? Ich kann einen Jäger aus dir machen. Nicht nur einen Jungen, der vorgibt, ein Mann zu sein. Wenn du einwilligst, findest du mich hier. Wir sehen uns wieder. Parker, wieso habe ich hier keine Fotos von der Fisk Osport Pressekonferenz? Tut mir leid, Mr. Jameson, aber ich hatte Schule. Sie wissen schon, ein Leben außerhalb des Jobs. Zu meiner Zeit war der Job das Leben. Ihr Presseausweis ist reine Verschwendung. Oh, der Boss ist wütend. Eigentlich hatte ich eine gute Idee, wofür ich meinen Presseausweis benutzen könnte. Mädchen umkleiden? Ich bei Sportevents? Es wäre nett, nicht das Gefühl zu haben, diesen Kampf alleine zu führen. Aber kann man Kraven trauen? Kraven weiß offenbar nicht, wer ich wirklich bin. Sonst wäre er zu meinem Haus gekommen. Ich weiß nicht. Am besten war ich immer allein. Andererseits habe ich auch noch nie was anderes ausprobiert. Wenn ich Cravens Jagdtechniken lerne, muss ich nicht auf den Polizeifunk zurückgreifen, um die bösen Jungs zu finden. Nicht, dass ich Kraven meinen richtigen Namen nenne. Und ich passe auf, dass er mich nicht hintergeht. Ich hatte noch nie ein richtiges Kampftraining. Cravens Methoden könnten nützlich sein, wenn ich meine Kräfte verliere. Das stimmt natürlich. Kraven ist sehr erfahren. Aber trotzdem, will man diesem verrückten Russen wirklich trauen? Er futtert Käfer. Wie will die Taskforce die Verbrechenswelle stoppen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben, als mir nachzustellen? Ein Unternehmer meldet Unruhestifter auf seinem Parkplatz. Wahrscheinlich hast du es dem Suff der halben Stadt erzählt. Ich will das hier werfen. Ich will das hier werfen. Komm schon. Boom. Wow. Hat deine Mama dir erzählt, dass du alles werden kannst, was du willst? Da lag sie mächtig daneben. Und genau deswegen ist dieser Move so unglaublich wichtig. Ich wäre fast gestorben. Vor Langeweile. Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. Und wieso liebt mich diese Stadt gleich nicht nochmal? Ich meine, keine Ahnung, worauf ich gezielt habe. Ich bin der Superheld. Der Superheld. Ohne mich wäre diese Stadt so am Arsch. Und trotzdem hassen mich die Menschen und vertrauen auf diese dämliche Taskforce. Was kann die schon? Gar nichts, richtig. Total wertlos. Das wird dich wachrütteln. Alles klar, komme ich hier rüber? Wahrscheinlich nicht. Jedes Mal gefährlich. Ach ja, hier drüben ist so ein Rennen. Aber die Rennen machen wir jetzt nicht, weil die Rennen sind... Ah, die sind schon ein bisschen anstrengend. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Rennen, aber so besonders sind die nicht. Also kann man schon drauf verzichten. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal kurz zurück und hole mir ein anderes Kostüm. Ja, du bist ein Spider-Fan, freut mich. Mein altes Kostüm war total verschwitzt und hat auch ein bisschen gerochen. Es hat ein bisschen merkwürdig gerochen, wenn man so lang darin ist. Was nehme ich mir denn? Cosmic Spider-Man? Der schwarze Anzug? Oder Elektro? Elektro ist eigentlich ziemlich geil. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich glaube aber, obwohl Schussrate, Haftdauer des Netzes, Tarnung halt. Der sieht auch cool aus. Also ich mag diesen Anzug. Gut, wir nehmen den mal mit. Alles klar, sonst können wir hier nichts machen. Was haben wir hier Schönes? Ein paar Poster, Parcours hier drüben. Wanted. Ja, den haben wir jetzt schon erledigt. Naja, wir waren es ja nicht. Wir waren es ja gar nicht, sondern der Carnage-Killer. Und da sehen wir ihn, den neuen Anzug.
Spider-Man Noir. Very sexy. Gut, dann gehen wir mal rüber zu Mr. Craven und schauen mal, ob uns Craven irgendwas Nützliches beibringen kann. Ich bezweifle es, aber trotzdem machen wir es. Nicht nervös werden. Du brauchst Infos über Craven und du hast den Presseausweis, um sie dir zu holen. Kinderspiel. Denk nicht daran, dass er dich ausstopft, sobald er weiß, dass du nur Fotograf und kein Journalist bist. Ach, wir gehen da als Peter Parker rein. Clever, clever, clever. Gar nicht erst als Spinne klopfen. Mr. Kravinoff? Ich bin's. Peter Parker vom Daily Bugle. Wir hatten telefoniert. Die Tür war offen. Wer lässt bitteschön in so einer Stadt die Tür offen? Klar, Craven, natürlich, weil er denkt, hey, wenn jemand reinkommt, kann ich ihn abstechen. Mr. Kravinoff? Guten Abend. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin Craven. Entschuldigen Sie mein Auftreten. Ich wollte nur mein Können demonstrieren. Die Videos online tun das sehr gut. Sie schalten da diesen sibirischen Tiger mit bloßen Händen aus, ohne ihn zu verletzen. Tiger sind selten. Ich habe das Tier zu seiner Sicherheit und der Dorfbewohner fortgebracht. Wahre Jäger wollen die natürliche Welt erhalten. Dort finden wir Frieden. Sie sind ziemlich weit weg von der natürlichen Welt. Ich brauchte eine Herausforderung. Ich kam hierher, um Oscorps Monster zu jagen. Die Artenkreuzungen. Die tödlichste Mischung aus Mensch und Tier. Ich habe sie erlegt, aber diese Stadt ist mir ins Herz gewachsen, so wie ich ihr. Also bin ich geblieben. Nur, dass sie gewöhnliche Menschen jagen. Nein, Verbrecher. Nur wer seine Mitbürger überfällt, muss mich fürchten. Ja, ein wahrer Samariter. Eigentlich müsste man doch Spider-Man bzw. Peter Parker an seiner Stimme erkennen, oder? Ich meine, er verstellt ja auch gar nicht seine Stimme. Er redet wirklich identisch. Wenn man mal zum Beispiel Batman nimmt, der redet halt als Batman so ein bisschen, als hätte er Kehlkopfkrebs im Endstadium. Diese neue Taskforce hat eine ziemlich deutliche Botschaft. Keine Vigilanten. Ach, ich traue ihnen nicht. Fisk bezahlt sie. Bestimmt kennen Sie die Gerüchte über seine illegalen Geschäfte. Sicher, die kennt jeder, aber niemand hat Beweise. Und die Polizei hat kein Problem mit ihm. Weil er die Korrupten unter ihnen bezahlt hat. Und der Rest will unter keinen Umständen unfähig aussehen. Während die Öffentlichkeit ein Ende der Verbrechenswelle herbeisehnt. Ich habe nur ein Ziel. Resultate. Nach meinen Erfahrungen, Recherchen, ist die Polizei kein Freund von Vigilanten. Die Polizei hat die Verbrechenswelle nicht aufgehalten. So schwach, erbärmlich. Ich glaube, Sie werden nicht gerne daran erinnert. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Aber es wäre schlimmer, wenn man die Macht hat zu helfen. Und nicht handelt. Meinen Sie nicht? Ja. Um ehrlich zu sein, das tue ich. Ist der Mensch wirklich das gefährlichste Wild? Auf seine Weise ja. Aber Menschen sind nur weiterentwickelte Tiere. Die aktuelle Verbrechenswelle bietet faszinierende Möglichkeiten, sie zu studieren. Die Muster der verschiedenen Gruppen. Und was lernen Sie dabei?
dass Kriminelle genau wie Tiere sind. Sie haben Jagdreviere, Verhaltensmuster. Viele jagen in Rudeln. Aber es gibt Unterschiede. Und zwar? Tiere jagen andere Tiere, um zu überleben. Nur Menschen sind vorsätzlich grausam. Man könnte wirklich meinen, Sergej ist ein Heiliger. Und Sergej ist wahnsinnig groß oder wir sind ein Zwerg. Schwer zu sagen. Peter Parker scheint wirklich sehr, sehr klein zu sein. Ich weiß gar nicht, wird irgendwo mal in den Comics angegeben, wie groß Spider-Man ist? Sie sagen also, dass Sie sich verantwortlich fühlen, Ihr Können einzusetzen, um zu helfen? Ja, wer solche Macht hat und sie nicht nutzt, ist ihrer nicht würdig. Danke, ich glaube, die Leser finden das sehr interessant. Gut, gut, ich muss da rangehen. Bitte sehen Sie sich um. Machen Sie ruhig Fotos von allem. Ja? Nein, ich sagte Betäubungspfeile. Nein, ich will keine automatischen Waffen. Die sind für schlechter. Ich bin Künstler. Merkwürdiger Typ. Was haben wir hier drüben? Also ich weiß, dass er die Artenkreuzung wirklich gejagt hat. Genau, was ich wollte. Die Ratte zum Beispiel hat er gejagt. Und ich weiß, dass er auch Spider-Man gejagt hat. Denn Spider-Man war für ihn auch eine Trophäe an der Wand. Und wer sich so ein bisschen mit den Comics auskennt, der weiß, das Begräbnis von Spider-Man damals im schwarzen Anzug. Ich mach das. Das war der gute Kraven, ne? Okay, was, wie, wo, T-Rex? Ja, so ein halber T-Rex-Schädel ist schon imposant. Ich glaube, das kann man machen. Okay, wie hole ich denn die Kamera? Wie war denn hier nochmal die Steuerung für? Peter? Mein Freund, was haben wir hier, eine Kobra? Der Globus, okay, das wäre auch ein tolles Foto. Aber irgendwie zückt er bei mir gar nicht die Kamera. Jetzt, noch ein bisschen näher ran. So. Perfekt. Dann hier drüben der Schädel. Perfekt. Das gehört in einen Rahmen. So, was könnte man noch nehmen? Kunst! Ist das Kunst oder kann das weg? Genau, was ich gebraucht habe. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Möchten Sie meine neuesten Trophäen sehen? Ach ja, warum nicht? Ja, ich habe Zeit. Als ich reingegangen bin, war es hell und wunderbarer Sonnenschein. Und jetzt schaut euch mal dieses Wetter hier an. Wann ist das passiert? Wie lange bin ich hier? Hört ihr das flüstern? Was ist das? Wo ist das? Ist das irgendwo oben? Ich freue mich am allermeisten auf den Carnage. Denn Carnage ist wirklich eine der besten Figuren in Spider-Man oder im gesamten Marvel-Universum. Wer kann da schon widerstehen? Als ich den damals entdeckt habe, in jungen Jahren, in den Comics, da war ich so begeistert von dem. Ich war richtig auf dem Carnage-Trip und habe mir alles durchgelesen. Alles. Artenkreuzungen. Wunderschön, nicht wahr? Ich dachte, Spider-Man hätte sie eingefangen. Eine unzulängliche Lösung. Sie sind entkommen. Sie haben sie getötet. Um die Leben ihrer Opfer zu retten. Und aus Notwehr. Es waren tödliche Gegner. Ich weiß. Ich meine, kann ich mir vorstellen. Wann halten Sie es für richtig zu töten? Wenn ich keine andere Wahl habe. Ich nehme nicht einfach ein Leben. Aber wenn es nötig ist, zögere ich nicht. Würde mein Scheitern ein unschuldiges Leben kosten, könnte ich damit nicht leben. Ich verstehe, was Sie meinen. Die hatten alle übermenschliche Kräfte, Sie aber nicht.
Ich habe durch Arbeit die Grenze menschlichen Könnens erreicht und natürliche Wege der Verbesserung erlernt. Keine Drogen wie der Abschaum auf den Straßen, die Geheimnisse alter Kulturen, Kräuter, Tränke, Geheimnisse, die der zivilisierte Mensch vergessen hat. Okay, Kräuter, Tränke, das sind Drogen. Ich meine, das sind Drogen, oder? Ich meine, Alkohol ist eine Droge, Kokain ist eine Droge, Gras sind auch noch Kräuter, rein theoretisch, ne, sind es Drogen, Craven. Das sind, ja, du bist gedopt. Du nimmst Drogen, mein Freund. Nein, da gibt's keine Ausreden, du nimmst Drogen. Kriminelle zu jagen. Manche Leute werden sich fragen, ob sie der Carnage-Killer sind. Er ist kein Jäger, nur ein Barbar. Ein Wilder. Seine bloße Existenz beleidigt Männer wie mich. Also würden Sie ihn gerne ausschalten, obwohl er Kriminelle jagt? Natürlich. Er entehrt, was ich tue. Ohne Ehre, Peter, bedeutet die Jagd nichts. Letzte Frage. Gibt es etwas, das Sie noch nicht erreicht haben? Ach ja, ich möchte der Welt ein Vermächtnis hinterlassen. Mein Wissen weitergeben. Meine einzige Familie ist ein Bruder, der einen anderen Weg gewählt hat. Ich hatte nie einen Sohn, aber vielleicht. Oh, vergeben Sie mir, ich werde im Alter melancholisch. Haben Sie alles, was Sie brauchen, Mr. Parker? Ja, ich denke schon. Willst du mein Daddy sein? Also, hier sehen wir einmal Piranha. Dann der Leguan. Skorpion. Und wo ist die Ratte? Wo ist die Ratte? Die Ratte fehlt. Keine Ratte? Echt? Keine Ratte? Er hat also getötet. Kann man davon ein Foto machen? Das wäre doch wichtig, oder? Tja, kein Foto. Aber die Ratte fehlt. Ist irgendwo anders. So, wir haben ja alles mitgenommen an Erfahrungspunkten. Ich denke, wir können gehen. Hier wären wir durch. Nettes Apartment, ganz ehrlich. Da kann man sich nur wohlfühlen. Sehr muffig. Whitney? Whitney, sollte ich eifersüchtig sein? Wer ist da? So spricht man nicht mit einer Lady. Oder mit mir. Felicia? Ich habe diese Nummer Whitney Chang gegeben. Woher hast du sie? Ich heiße Black Cat. Ich kletter gerne Fassaden rauf. Ich komme an Dinge, an die ich nicht kommen sollte. Was ist mit dir, Spinne? Kommst du auch an Dinge, von denen du besser die Finger lassen solltest? Ich dachte, du bist wieder im Gefängnis. Wenn du mich mit deinem Ausbruch aufziehen willst... Was für eine Beleidigung. Ich kann mir spaßigeres denken, um dich aufzuziehen. Wenn du schlau bist, verlässt du die Stadt, bevor ich die Zeit finde, dich zu jagen. Lustig. Genau das wollte ich gerade zu dir sagen. Es wird hier immer gefährlicher, Spider-Man. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig aus der Stadt jagen? Ich kann jetzt nicht mit dir herumtollen. Ich meine Spielchen spielen. Bis dann, Felicia. Gut, wir sehen uns aber wieder in der nächsten Folge. Dort werden wir herumtollen mit Felicia, die wahnsinnig sexy ist. Was will er von irgendeiner anderen Frau? Er kann Felicia haben, meine Güte, die ist doch heiß. Die ist doch ultra heiß und ich nehme garantiert nicht die Tür. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen, super wichtig. Und...